Und das habe ich einfach mitgeschrieben, und weil ich so ein bisschen spüre, dass diese Thematik, glaube ich, nicht nur bei einigen wenigen ist, sondern bei vielen, habe ich gedacht, da will ich drüber reden. Und zwar ging es da irgendwie drum, dass jemand geschrieben hat, ne, so, wir müssen doch jetzt was tun, das geht doch alles viel zu langsam, es muss doch schnell gehen, wir müssen jetzt Gas geben, wir haben keine Zeit mehr. Und ich lese jetzt mal, er hat dann geschrieben, wir müssen den Scheiß beenden, der auf der Welt läuft. Und da konnte ich aber, wie gesagt, ich kann nur für mich reden immer, konnte ich nur antworten, wir können die Scheiße nicht beenden, finde ich. Das kann nur jeder in seinem eigenen Leben. Mal ehrlich, will ich kein Genfutter, die genverseuchte Nahrung, da baue ich mir halt selbst Nahrung an oder mache mit bei der essbaren Stadt. Die gibt es auch hier in Saarbrücken. Dann können die das beschließen, wie die wollen. Wenn wir das alle nicht mehr kaufen, dann sitzen sie selber drauf. Will ich keinen Atomstrom, dann wechsle ich halt zum anderen Anbieter. Oder baue mir eine Solarzelle ans Dach und hole mal ein paar Batterien und betreibe das Ganze mit 12 Volt. Freie Energie. Geht auch. Freie Energie, vielleicht gibt es irgendwann, mal weiter. Will ich nicht so viel Konsum, konsumiere ich weniger. Stinkt mir der Ressourcenabbau und der Raubbau auf dem Planeten, dann verbrauche ich weniger. Ich kann nur sagen, es geht. Man braucht nicht so viel, um glücklich zu sein. Also ich auf jeden Fall nicht. Macht's einfach nicht mehr mit. Stinken mir die Medien, boykottiere ich sie und mache mir meine eigenen Nachrichten mit einem YouTube-Kanal. Fertig. So, und schmeiß meinen Fernseher raus aus dem Fenster, ganz konsequent. Ich kann das Gespräch nicht mehr hören. Ja, ich kann ja selbst entscheiden, was da läuft. Und es gibt ja auch interessante Dinger. Ich muss da nochmal, was ich im Video im Internet schon gesagt habe, ich schlage es jedem einfach mal vor. Ich bin der Meinung, die Dinger machen wirklich süchtig. Ich habe ein Problem, wenn ich irgendwo in einen Raum komme, da läuft ein Fernseher, da kriege ich sonst nichts mehr mit. Das ist ganz schlimm. Und wenn alle die meinen, nee, das stimmt ja gar nicht, das macht doch nicht süchtig oder was, dann lass das Ding doch mal ein halbes Jahr aus. Kann doch dann nicht so schwer sein, oder? Stinkt mir die Pharma-Mafia, heile ich mich halt alternativ. Stinkt mir das Geldsystem, mache ich mich halt finanziell unabhängig. Das geht auch mit Verzicht. Ja? Dafür muss man nicht Millionär werden, um finanziell unabhängig zu werden. Stinkt mir die Politik, gebe ich meine Stimme eben nicht ab, sondern erhebe sie laut und klar. Stört mich der Krieg, lebe ich den Frieden. Kotzt mich Teile und Herrscher an, gehe ich halt auf andere Menschen zu. So, das sind alles Sachen, was jeder selbst machen kann. Inspirieren, da kann ich mich halt hier an Wolfgang anschließen. Wolfgang, ne? Josef, Entschuldigung, so viel Namen. Josef anschließen. Inspirieren tue ich durch Vorleben auf viel mehr Ebenen als durch Reden. Finde ich es kacke, wie Tiere behandelt werden, werde ich zum Beispiel Veganer. Und auf den Mahnwachen hier lerne ich Menschen kennen, die in diesem oder jenem Bereich schon was getan haben und ich was dazulernen kann und umgekehrt auch. Das heißt, ein Austausch findet statt. Und dann noch schauen, wo kann man sich kooperativ unterstützen, auch ohne Geld, und ein neues Miteinander lebt auf. Und das, will ich mal sagen, erlebe ich gerade, was hier in Saarbrücken passiert. Und da freue ich mich sehr drüber. So viele neue Leute, da was passiert. Habt den Mut! Was außen alles Kacke ist, ist vielleicht nur so, weil wir es im Innern tragen. Macht euch mal Gedanken drüber. Ich kann nur, und das, wir hatten ja eben, der Thomas hat ja kurz da was gesagt zu der Verschwörungstheorie-Geschichte, ne? Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es gibt einfach Sachen, die sind außerhalb meines Wirkungsbereiches. Da kann ich einfach nichts machen, ob es jetzt so ist oder nicht. Da kann ich mich tagelang drüber streiten und unterhalten, es hat sich nichts geändert an den Umständen. Ich kann nur innerhalb meines Wirkungsbereiches agieren. Und das habe ich akzeptiert. Und auch, dass eine Bewegung von Hunderttausenden und Millionen, die wir hoffentlich bald werden, anderen Gesetzen liegt, als ich es mit meinem Verstand planen kann. Das entwickelt eine Eigendynamik, die kein Einzelner mehr irgendwo unter Kontrolle hat oder sonst was. Wir müssen akzeptieren, und das sind solche Sachen, das ist es, warum es so schwer fällt, warum man denkt, es muss doch schnell gehen, die Gefahr ist so groß. Wir müssen akzeptieren, dass es Waffensysteme gibt und wir nicht entscheiden können, ob der rote Knopf gedrückt wird. Es liegt nicht in unserer Hand. Wir müssen akzeptieren, dass im Meer ein Kontinent aus Plastik schwimmt, Fukushima weiter vor sich hinstrahlt, der Genmais und der Dreck im Moment angebaut wird, auch dass die Mehrheit der Menschen vom jetzigen System abhängig ist. Wie soll ich das ändern? Hat jemand einen Vorschlag? Ich nicht. Ich kann es nicht ändern. Ich muss es akzeptieren, so weh es auch tut.
Mein Wirkungsbereich ist das, was ich unmittelbar im Hier und Jetzt erlebe und tue. Und zwar 24 Stunden am Tag und nicht nur montags auf der Mahnwache. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg und Frieden ist halt mal nicht schnell und hektisch. Frieden strahlt immer irgendwie Ruhe oder Gelassenheit aus, selbst wenn es mal laut dazugeht. Ich kann nur für mich reden. Ich kann nur in meinem Leben schneller Sachen umsetzen, nicht in anderer Leute ihr Leben. Und da möchte ich einfach mal jeden fragen, auch die, die die Videos sehen und die, jetzt ein bisschen übertrieben, wenn jemand mit dem Finger jetzt allein aufs Geldsystem oder allein auf die Politiker zeigt, dass die Schuld bei irgendjemand anderem liegt, möchte ich einmal einfach gerne mal fragen, hat denn jeder von euch all die Themen, die ihr kacke findet und doch irgendwie unterstützt durch eure Art zu leben, schon angefangen zu ändern? Ja, oder? Und da müssen wir hin. Das ist es, worum es geht. Dass jeder in seinem Leben in so vielen Ebenen was ändert, wie er nur kann. Kehrt mal vor der eigenen Haustür. Ich auch. Ich nehme mich damit nicht aus. Macht das jeder. Ist dann viel passiert oder nicht? Ja. Wie schnell das geht, dass jeder sich traut, seinen Traum wirklich zu leben, hängt allein von jedem selbst ab. Warum nicht jetzt? Macht's doch. Wenn es nicht schnell genug ging bisher, Selbstvertrauen, den inneren Frieden wahren, hinter allem, was man tut und sagt, 100% stehen können. Nicht, dass ich es jetzt schon komplett könnte, überall Baustellen, doch ich kann nur eins nach dem anderen tun. Und dann kam halt als Antwort, ja, ich kann aber gewisse Dinge nicht hinnehmen und ich werde sie nicht länger hinnehmen. Als ich mir heute ein paar Videos aus der Ukraine angesehen habe, war es mit dem inneren Frieden vorbei. Sicher gibt es auch in meinem Leben die ein oder andere Baustelle, die noch zu sanieren ist. Nur ich erkenne den gemeinsamen Nenner. Oh, Sascha, wo ist die Zwutzelt? Nein, Anne. Und da musste ich dann halt schreiben, ja, da geht's halt hart an die Realitätsverweigerung. Ich weiß, was gemeint ist. Ich muss es jedoch hinnehmen, denn es passiert gerade. Ich kann nur aussprechen, dass ich es nicht hinnehmen will und hoffen, es werden so viele Leute, die das auch nicht wollen und eine andere Form des Zusammenlebens wünschen, dass es Auswirkungen auf das Geschehen dort haben wird. Aber das liegt nicht in der Hand eines Einzelnen. Ich kann nur für mich allein reden und entscheiden, nicht für andere. Ich kann die Kugeln, die da unten abgeschossen wurden, weder abfangen noch zurückholen. Kann ich nicht. Und ich kann nur mit den Millionen anderen Leuten, den Menschen in der Waffe, in der Hand vielleicht erreichen, wenn wir wirklich als Gesellschaft anfangen, Frieden zu leben und nicht nur davon zu reden. Und dann habe ich mir ein klein bisschen noch Gedanken gemacht, wie wir schneller mehr werden könnten. Und ich habe ja vorher im Marketingbereich gearbeitet und will da einfach die Skills, die ich vorher auf der dunklen Seite der Macht benutzt habe, jetzt für die Friedensseite mit benutzen. Ja? Damit ich möglichst viel schnell werden, kann man es wirklich mit klassischen Marketingmethoden angehen. Erfolgreich, was eben schon die Leute von Stimme und Gegenstimme gesagt haben, ich weiß gerade jetzt nicht, wo sie sind. Am erfolgreichsten sind immer persönliche Ansprachen. Ist immer so, lernt er in jedem Verkaufstraining oder sonst was. Das Persönliche, das Emotionale. Jedoch ist es wichtig dabei, dass man nicht versucht, die Leute von was zu überzeugen. Also gar nicht erst auf die Thematiken, ihr seht ja, es gibt so viele Thematiken, gar nicht erst darauf einlassen, groß darüber zu diskutieren, sondern einfach nach dem Motto, ich freue mich, wenn du da bist, freue mich, dich zu sehen, um dir einfach ein eigenes Bild zu machen. Wer vorher mehr wissen will, ja, Entschuldigung, es gibt doch Stunden von Videomaterial im Internet. Es liegt doch nicht in meiner Verantwortung, dass der sich schlau macht, oder? Muss er letztendlich selbst machen. Der Impuls muss von einem selbst kommen. Deswegen eben habe ich auch das Gespräch, ich weiß nicht mehr mit wem gehabt, dass man in der Familie als Verrückter und so weiter bezeichnet wird. Lasst euch auf die Diskussionen nicht ein. Seid herzlich und freut euch, wenn die Menschen herkommen, dann kommen sie auch. Ne? Man braucht sie nicht großartig überzeugen. Und wenn sie jetzt nicht kommen wollen, kommen sie dann halt nächstes Mal oder übernächstes Mal. Wer vorher schon, das genau, ich kann keine Ruhe, das muss ich selber machen. Sich selbst ein Bild machen, um unbeeinflusst von mir sich eine Meinung zu bilden. Einige, genau, was man auch machen kann.
was man nutzen kann. Die heutigen Internetmedien, man kann Facebook und so weiter verteufeln, wie man möchte, aber spätestens nach dem Treffen, das wir am Samstag hatten, kann ich nur sagen, man kann es auch sinnvoll nutzen. Es liegt in unserer eigenen Hand. Ja? Und hier auch nochmal, jeder, fast jeder, unterschätzt das nicht, fast jedes Handy kann heute ein Video machen. Jetzt läuft hier eine Kamera. Würden jetzt 30 Kameras laufen, dann wäre nicht ein Video übermorgen online, wo drüber steht Friedensmahnwache Saarbrücken, sondern 30 Videos. Legt euch einen YouTube-Kanal an, schnappt die Kamera mit und ladet die Dinger hoch. Kann jeder machen. Wenn die Presse nicht berichtet, machen wir es halt. Liegt in uns. Genau, und diese Internetmedien wirklich als Werkzeug halt auch nutzen, dass man zusammenkommen kann. Dann gibt es halt noch die Printmedien und Flyer. Solche Sachen wie Stimme und Gegenstimme, die Flyer, die der Josef hier gedruckt hat, super geil. Tut euch jeder, wie er will, untereinander verabreden und verteilt die Dinger mal in der Woche in der Stadt, nehmt sie mit auf dem Arbeitsplatz, legt sie beim Bäcker irgendwo hin, dass die Aufmerksamkeit immer mehr steigt. Und das kann jeder eigenverantwortlich tun und jetzt. Also es ist nicht so, dass keiner nichts oder dass man nichts tun könnte. Erst müssen wir einfach mal mehr werden, mehr werden, mehr werden und es hinkriegen, dass es irgendwie friedlich bleibt. Und dann will ich einen Aspekt noch mit reinbringen, den ich als sehr, sehr wichtig empfinde. Und zwar einen Aspekt aus der Gehirnforschung. Ich denke hier an den brillanten Professor Dr. Gerald Hüther. Oder Professor Gerald Hüther. Wer die Videos noch nicht gesehen hat, kann ich jedem empfehlen, unbedingt anschauen. Unser Bildungssystem will ja diese neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht wirklich wahrhaben oder umsetzen. Aber wir können sie hier nutzen, wenn es die anderen noch nicht auf die Reihe kriegen. Lernen tun wir am schnellsten und am meisten. A, wenn wir selbst entscheiden können, womit wir uns beschäftigen. Also nicht, dass irgendjemand vor mir steht und will mich überzeugen, sondern jeder sucht sich selbst die Bereiche aus, wo hat man Interesse. Und B, wenn das Ganze Spaß macht. Wenn es uns keinen Spaß macht, lernen wir auch nichts. Und es geht halt darum, dass ein großer Teil der Bevölkerung anscheinend noch einiges an Wissen, an Blickwinkel, nenne ich es mal lieber, lernen sollte, damit man ein umfassenderes Bild in die Welt hier hat. So, und das geht halt am leichtesten mit Freude und wenn man den Menschen selbst die Wahl lässt, welches Thema interessiert sie denn jetzt? Und wenn man merkt, ein Thema schreckt sie ab, dann lasse ich es halt. Fertig. Jedem seinen Weg. Also den Menschen die freie Wahl lassen, keinen überzeugen von was, denn das ist auch Gewalt, wenn ich jemanden versuche zu überzeugen. Und dafür sorgen, dass auf den Mahnwachen eine freudvolle, intensive Erfahrung von Frieden und respektvollen Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Umso liebevoller wird diesen kleinen Raum, den wir hier montags gemeinsam, ich will nicht sagen besetzen, füllen, sagen wir mal, umso liebevoller wird diesen Raum gestalten, umso schneller wird er sich mit lieben Menschen füllen und mit lieben Menschen gefallen. Habe fertig, ist nur ein Blickwinkel, der nächste.